und herzlich willkommen zu Ark Survival Evolved auf der Center Map mit dem lieben Xider. Wir haben heute vor, ja, Gewitter, Regen, wow. Hallo. Wow. Auf jeden Fall, ja. Schönes Wetter. Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall ganz toll. Man sollte also vermeiden, ins Wasser zu gehen, meine Lieben. Bei Regen ist es nicht schlimm, aber bei Gewitter absolut verboten, ins Wasser zu gehen. Man stellt sich am besten irgendwo unter, aber bitte nicht unter Bäumen. Die ziehen nämlich Blitze auch an. So, die Nebeninformationen von Blitzen haben wir jetzt erläutert. Jetzt werden wir wieder zurück ins Spiel natürlich finden. Und zwar haben wir angefangen, ein bisschen an Rohstoffe zu farmen für zwei Bögen. Und für Pfeile, beziehungsweise auch Narkotikpfeile. Denn wir haben vor, wenn wir es schaffen, vielleicht Flugvögel, beziehungsweise hier die Petris zu finden und zu tamen. Es ist nur nicht immer unbedingt einfach. Im Moment sehen wir nämlich gar keine. Und der X-Halter hat eben schon versucht, ein... Was war das für ein Dino? Ein... Dilo war das, glaube ich. Kann ich dir irgendwo helfen? Das ist doch ein Heiligen. Ich habe gerade erstmal Problem, Moment. Ach so, stimmt. Wo bist du denn? Ja, ich werde von Mega Neura angegriffen. Ich sehe ein Bronto. Nein, diese Insekten. Also andere Richtung? Okay. Dann helfe ich dir eben halt nicht. Dann sammle ich weiter hier Rohstoffe. Fetch war das, was wir für die Pfeile brauchten. Fiber und Flint, glaube ich. Da hole ich dann mal das Fetch für. Müssen wir natürlich, da wir auch noch keine Schmiede oder so machen können, ist natürlich klar, dass wir keine besseren Werkzeuge und so weiter finden bzw. bauen können. Also mit Strahlen so, mit so Kisten, nicht wirklich gut bestückt hier der Strand. Außer hier im Wasser, wo ich sicherlich nicht ins Wasser gehe. Haie und, was da alles drin schwimmt. Danke, nein. Oder ganz, ganz... Was? Warum Schildkröte? Ich würde Schildkröte auch noch angegriffen. Ja, heute ein Glück. Klingt gut. Das klingt sehr gut. Ich war dabei, ein Dodo zu zerlegen und die Schildkröten ist genau reingerannt. So, dann holen wir hier nochmal ein bisschen Flint. Jetzt sauer auf mich. Da sehe ich keine gegnerischen Flugvögel. Da hinten ist ein Petri. Aber auf der anderen Seite ist es ganz toll. Keine Gegner zu sehen. Sehr schön. Dann können wir ja hier in Ruhe hacken. Ja, leider bei Unwetter arbeiten, das ist ja nicht gerade schön. Ich hätte es gerne vermieden, aber was soll man tun hier? Ich habe das Gefühl, hier ist öfters Unwetter als auf der ganzen Island-Karte gewesen ist. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht auch noch zu schwer werde oder verhungere. Ich habe zwar genug hier an Fleisch, 84 Fleisch. Mann, da bin ich ja reich an Fleisch. Wow. Fleischtastisch. Okay, genug herumgesponnen. Fleischreich. Weiter geht's. Da, weil es so schön ist und wir ganz viel Flint brauchen. Ich weiß zwar nicht, wie viel wir schon haben oder wie viel wir ungefähr brauchen, beziehungsweise wir wollen ja eh dann irgendwann umziehen und uns was Schöneres suchen. Wir wollen ja hier nicht bleiben. Ja, genau, Metall, genug Wald oder irgendwie so ein Stück. Eine schöne gerade Fläche, wenn es geht, wo wir irgendwo hin, wo Metall in der Nähe ist, auf jeden Fall. Ja, Pfeilern und sowas arbeiten. Oh. Der Stein ist weg. Ich habe den Stein verschwinden lassen. wo hatten wir denn gebaut gehabt? Ich glaube, da drunter irgendwo. Na ja, gut. Ja, mein Orientierungssinn, ich weiß. Ist nicht der beste. Nicht immer.
Ich habe einen. Ich habe uns durch Sotas Minen da durchgeführt. Der Beste ist gut. War ich doch, oder? Seht ihr, ich war's. Dir ist schon klar, dass ich das auch höre hier, was du sagst. Ja, ja. Ja, natürlich. Einfach mal dem glauben lassen. Okay, dann tue ich mal so, als hätte ich nichts gehört. Nein, ich habe nichts gehört. Jetzt lacht der auch noch drüber. Es ist herrlich, wie ich wieder heute hier du hast gar nichts gehört. Geärgert werde und so. Das ist voll unfair. Yeah, Fiber sammeln. Was heißt ein paar? Zwei? Oh, okay, ja gut, das ist doch ein bisschen mehr. Fasern habe ich jetzt ein paar. 121. Ich habe 76. Brauche ich ein paar Feuersteine. Ich weiß nur nicht, wo du bist. Ich muss ans Steinchen klopfen. Okay, das ist gut. Bist du an der Hütte oder so? Ich auch. Also sind wir ziemlich nah beieinander, eventuell. Ziemlich nah dran, ja. Da sehe ich die Hütte. Cool. Dann ist schon... Ich habe sogar auch zwei Metall. Oh. Oh, ich habe Metall gefunden. Kann ich nicht mitbekommen. Ups. Ich war schon fast fertig mit dem Spiel. Das erste Metall ist da, dann... Das Gute ist, wir können das hier super stapeln. 136 Flint haben wir hier. Das ist sehr, sehr schön. Holz haben wir ja auch jede Menge. Fiber haue ich auch mal so gut, wie ich alles kann, rein. Ein bisschen muss ich natürlich behalten. Ich muss ja meine Sachen reparieren können. Das ist wirklich wichtig. So, dann laufen wir hier kurz zum Mörser. Das da rein, das ja. Da rein. So. Der hat ein Level up, dann geben wir dem nochmal Damage. Dann geben wir dem mal ein bisschen. Ja, ich gebe ihm einfach alles Fleisch hier, 300 Fleisch. Damit ich das. Doch, aber muss ja nicht alles schlecht werden, oder? Achso, hier. Das meinst du? Hier keine Kiste. Tu mal in den Mörser nochmal Fleisch rein, damit das schlecht wird, damit wir überhaupt Narkotik da herstellen können. Da brauchen wir ja schlechtes Fleisch für. Hab ich ganz vergessen gerade, warum das da drin ist. Ja. Ich sammle mal weiter hier Fiber. Dann sehe ich wenigstens den Boden besser, wenn hier alles so einigermaßen frei ist. Falls hier nämlich diese, ich wollte gerade Chopper sagen, Kompis kommen, dann ist man wenigstens vorbereitet ein bisschen und man kann sie besser sehen und treffen dann. Die sind nämlich ja auch sehr stark unterwegs, genauso wie plötzlich dann einer Raptor irgendwie neben dir auftaucht. Das ist total nervig. Alles in der Kiste. Oh, sehr gut. Ja, oh, ich dachte mir so, einfach alles, was ich an Rohstoffe nicht brauche oder so, gerade zum Herstellen, einfach da rein, damit, falls einer von uns braucht, kann er sich schnell das da rausnehmen. Eben halt dieses Zusammenspiel, weißt du, sonst renne ich da die ganze Zeit mit rum, aber bin die ganze Zeit selber hier nur am Sammeln und Sammeln. Und du kommst da nicht ran oder störst mich dann beim Sammeln sozusagen und das hält ja auch nur auf. Auch wenn ich gerade nicht selber weiß, wofür genau wir sammeln. Doch, für Pfeile, ne? Genau. Ah, ich vergesse das jetzt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, warum. Kopf lässt nach. Hehe. Genau. Ich hoffe ja eigentlich nicht, aber... Ja, kann Entschuldigung, ich auch nicht sagen. Was? In meinem Kopf fährt einer Motorrad. Das
Das habe ich im Stillen auch gerade so gedacht. Scheiße, was laber ich hier schon wieder? Ich weiß nicht, es ist Sonntag. Ich mir aber Gedanken Entspannung machen. pur. Wir haben Zeit zum Aufnehmen. Ist doch herrlich, weil in der Woche ist immer manchmal schwierig, so zu zweit oder so aufzunehmen, wenn der eine 10 Stunden oder so am Tag arbeitet, ne? Ist das ein bisschen schwierig. Okay, brauchst du irgendeinen Rohstoff oder so unbedingt gerade noch mehr? Also Thatch. Achso. Okay, ja. Fasern sind schon wieder alle. Ja, weil du hast es, weil du musst es ja neu installieren, weil es ja wahnsinnig großes Update gab für diese einen DLC. Pflanzenfasern. Und was da alles noch Fiber. Dazu war, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Man kann sich ja nicht aussuchen, ob man es runterlädt oder nicht. Theoretisch schon, aber wenn du dann alle anderen Updates auch haben willst, das ist wie ein normales Update gekennzeichnet und dann lädst du es runter und dann hast du da fast 9 Gigabyte, die dann auch urplötzlich dann auf deiner Festplatte liegen. Du aber nicht dran gehst, weil die das DLC kostet. 20 Euro oder so? Ja, das ist schon... Ich meine, sie hatten mal gesagt gehabt, dass sie es nicht kosten lassen, die DLCs, ja, weil sie selber mit dem Spiel generell noch gar nicht fertig sind. Das habe ich, glaube ich, mal in irgendeinem Video habe ich das mal gehört gehabt. Auf jeden Fall finde ich das schon sehr lustig. Mir passiert ja öfters, dass ich von Spieleentwicklern oder Publishern dann so gesagt, man kriegt, ja, die Erweiterung kostet 100 Pfeile nichts haben wir und schon so. Mal. Das sind einfach wie Updates und sowas. Mhm. Ja, die Guild Wars-Geschichte. Guild Wars 2 mit der Erweiterung. Ah, schön. Und dann haben sie ein Free-to-Play-Spiel draus gemacht. Ah. Kommt wieder die Guild Wars-Geschichte, ja. Alles, ja, na gut. Okay, ich habe gleich wieder Fasern. Ein paar. Okay. Ja, dann... Achso, bist du dann auch Level 20? Einfach in die Kiste rein, sehr sammeln cool, wir erstmal wieder ein bisschen. Ja, gar nicht so weit voraus, siehst du? Ich habe nicht ohne dich gespielt. Weil ich muss eh noch erst ein Level up haben, bevor wir einen Makrofile herstellen. Nein, ich habe nur mal reingeguckt und wollte eigentlich mit dem Andi spielen, aber leider hat er das mit dem... Hast du gerade eben erzählt. ...mit dem Zusammenzocken. Da wollte das Ark nicht, dass er darauf zugreifen kann, auf den LAN-Server. Das fand ich schon ein bisschen ärgerlich. Also ich stand also nur im Spiel rum und hatte eigentlich nichts gemacht gehabt. Aber war eben halt on. Aber ich habe nichts gemacht. Ich bin ziemlich weit von zu Hause weg. Ich habe gerade ganz leicht Angst, dass hier gleich irgendwie unerwünschte Dinos hier auftauchen. Wenn ich mich gleich umdrehe, ich stehe fast am Haus, wetten? Leute, ich könnte schwören, dass es... Ich kann es noch super sehen, ja. Komm zurück. Super. Ich bin genial. Ich bin so genial. Ups, mehr Thatch als Holz, also braucht man die Spitzhacke. Ist ja eben halt besser. Wenn man Stein haben will, muss man die Axt nehmen. Und wenn man mehr eben Teil Thatch haben will, muss man dementsprechend die Spitzhacke nehmen. Ist auch immer interessant so. Nee. Dann sammle ich nochmal ein bisschen Flint und dann kann ich auch schon wieder zurück. Ja, dann hier die Steine wegmachen, dann kann man weiter sehen und auch gucken, wenn größere Gefahren oder so sind, dann muss man schon echt aufpassen. Oh, ich habe gerade ein Metall gefunden. Ich bin reich. Ja, ich find's auch gut. Nein, schon wieder. Ach, die ist schon 100-mal kaputt gegangen, diese verdammte Spitzhacke, ey. Sehr gut. Ich dachte, du willst hier keine Schmiede bauen. Ja, wird Zeit, dass wir euch aus Metall kriegen. Nee, hier nicht, aber die brauchen auf jeden Fall welche. Das ist wohl wahr, ja. Im primitiven Werkzeug ist er wirklich anstrengend, wenn man alle 2 Sekunden reparieren muss.
Stein auch rein. Holz rein. Über 600 Holz. Fast 140 Fiber. Metall rein. Und Flint rein. Okay, und drinnen kommt das ganze Gedöns rein hier, was wir hierfür brauchen. So. Gottes Willen. Man braucht irgendwie irgendwas, was unser Fleisch schneller schlecht werden lässt. Das dauert immer ungefähr fast 50 Minuten. Können wir ja in 10 Stunden noch keine Narkotik-Pfeil machen. Ah, okay. Ja, ich habe das gesehen. Im Mörser habe ich versucht, 2 Stapel reinzutun. Der stapelt das automatisch. Überall was reintun. Und da wir hohe Stapel machen können, also viele ist das Stapel nicht ganz machen. So einfach. Ja, habe ich auch versucht. Okay, siehst du. Update. Ich meine, ach, wieso Update? Pack einfach einen Teil in ja den, oder pack einzeln bei dir in Dingen. Als wir angefangen hatten mit dem anderen Server, da habe ich mal statt Level Up Update gesagt, weil ich immer auf dieses Up gucke. Und dann immer Update. Ah, das ist furchtbar. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal die Folge unterbrechen. Ihr seht ja, wir werden hauptsächlich hier gucken, dass wir nicht draufgehen und Rohstoffe farmen, damit wir wirklich Bogen und Pfeile und alles machen können. Um uns Flugdino oder wir bauen eine Leiter. So einfach eine Idee bis nach da, ja, ganz oben. Jetzt sind wir oben, haben wir ein Dino, das uns umbringt. Das ist, ja, das wär's, ne? Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.